Hallo, hier ist Martin von Money Monkey Stars. Die DAX-Handelse führen nun Dienstag, den 29.03.2022. Und unser DAX hat zum Montag seine Sportspiel-Spaßübung fortgeführt. Das heißt, wir haben durchaus jetzt uns mal oben rausgehoben bekommen. Und er hat das sogar gestanden halt. Ne? Also er hat das halten können, auch wenn es so im ersten Moment nicht aussah. Auch hier per Tagesschluss will er den Close nicht drüber kriegen. Ich bin schon ein bisschen eher dran, es sind noch 8 Minuten, der Tag ist noch gar nicht richtig zu Ende. Deswegen ein bisschen Vorsicht jetzt hinsichtlich der Wertung des Tagesschlusses. Aber wenn er, ich sag mal jetzt so wie jetzt bleibt, ist es trotzdem der höchste Tagesschluss seit dem Tief wahrscheinlich hier. Dann auch schon wieder halt, ne? Weil die rote Kerze begann ja mit dem Eröffnungskurs. Das heißt, von den Schlusskursen ist das wirklich sehr, 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 sehr hohes Niveau. Und auch gut rausgelaufen. Gucken wir das uns auf untergeordneter Ebene an. Hatten wir ihm so ein bisschen eigentlich eher in seitwärts reingeredet. Ne? Hat gesagt, also vorherrschende Richtung ist hier erstmal noch seitwärts. Und er müsse, um eben rauszukommen, wirklich von früh an, sich schön 9 Uhr auch mit hochdrücken, schön zum Skillsator starten, rauszuschieben und das dann eben auch halten und dann höhere Hochs, höhere Tiefs bringen. Das haben wir bekommen, haben ein höheres Tief jetzt hier drin, haben ein höheres Hoch drin, haben ein Aufdrehen zum Ende hin hier wieder drin, sodass eigentlich jetzt auch zum Dienstag ein weiteres Hoch hier durchaus möglich wäre. Es ist nach wie vor so, und dass es nicht heißen muss, dass der DAX hier erstmal in den Himmel reinsteigt. Es kann auch sein, dass er einfach eine höhere Range dann anschließt, dass er einfach auf dem Bereich dann nochmal zur Seite schiebt. Das wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber ich würde schon sagen, auch insbesondere, weil wir die 660 so ein bisschen knapp verschmäht haben, dass zum Dienstag oberhalb noch was einzuplanen wäre. Ne? Also ich würde schon sagen, alles, was da über 500, 550 nach oben geht, das dürfte nochmal Chancen Richtung 660 haben. Und wenn er das dann auch schafft, Richtung 800 und 8, naja, wo ist denn die Kante jetzt hier so? So zwischen 830 und 820. Ne? Und sollte höher gehen, wäre hier bei 14.965. Und der 15.050 dann. Die ist hier nicht markiert, die 15.050. Das ist aber ein altes, häufiges Tief gewesen. Das sollte man ein bisschen mit auf dem Radar haben, auf der Oberseite. Wenn er sich hier gut zeigt, na, wenn er wirklich gut zum Dienstag herausarbeitet und vorwärts kommt. Aber mich würde es, wie gesagt, auch nicht wundern, wenn wir ein bisschen reinschlagen und dann zur Seite weitergehen. Um unten raus ein bisschen mehr zu kommen, müsste er am Dienstag nochmal unter die Tiefs drunter arbeiten, unter die 400 insbesondere drunter arbeiten. Würde unter die 400 runterarbeiten, würde sich im Grunde genommen hier oben eigentlich einen Fehlausbruch bestätigen und sich dann eigentlich wieder die 200 aktivieren als Ziel halt. Ne? Fehlausbruch oben, wir hatten ja Fehlausbruch oben, dann Fehlausbruch unten, dann Fehlausbruch oben und dann würde dann wahrscheinlich erstmal der Ausbruch unten folgen. Also sollte der DAX sich jetzt wirklich richtig unten rausschwingen zum Dienstag, ja auch zum Nachmittag deutlich schwach notieren, würde ich davon ausgehen, dass der Mittwoch dann eigentlich der Abräumer wird und hier unten in die 13,99 reinschließt. Das bleibt alles unverändert, ne? 14.200, 14.100 und die 13,99. Insofern, das ist aber eben erst relevant, wenn wir unter der 14.400 überhaupt verschwinden, ne? Und dann da auch wirklich bis zur 200 durchziehen. Ja, ich sag mal, solange über 500 bleibt, über 550, erstmal Tendenz aufwärts. Ja, bisschen seitwärts schwimmt natürlich immer noch mit. Und um unten raus wegzukippen, muss er unter 400. Ne, als ersten Schritt und dann wieder an der 200 knabbern und dann geht's weiter zur 13,99 im Mittwoch dann. Ja, favorisieren würde ich aber tatsächlich, dass der hier noch die 660 voll macht und dann hier einfach ein bisschen zur Seite hampelt. Ne, ist ja nicht viel Bewegung momentan, nicht viel Druck im Markt, nicht viel Anstrengung. Auch wenn der gut was zurückgekommen ist, ja, ne, das wirkte wirklich viel. War am Ende aber bloß ein ganz normales Intraday 61er und dann ging es schon wieder hoch. Also von daher, es fühlte sich erstmal schon mal an, wie es jetzt am Ende war. Hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Ja, Punkt. So, jetzt ist der Tagesschluss auch dann fast fertig. Können wir nochmal auf die Tageskerze reingucken. Sind jetzt zwar trotzdem noch 2-3 Minuten, aber mit 14.540 ist es dann jetzt auch wirklich der höchste Tagesschluss, den wir kriegen. 4 Minuten hat er, wie gesagt, noch. Glaube ich aber nicht, dass er sich da jetzt noch was nach unten abgeben lässt. Das wird wohl eher noch ein bisschen höher werden. Ja, von daher würde ich es mal zumachen. Habt ihr die Analyse mal heute ein bisschen eher schon als sonst. Und drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut was rausgeholt kriegt zum Dienstag. Ist ja relativ ruhig momentan da. Ist natürlich auch schön, macht nur nicht so viele Fehler. Ne? Fällt es einem leichter, sich ein bisschen zu kontrollieren.
Und sollte man dann auch machen. Aber man sollte vor allen Dingen auch, ne, auch wenn er so ruhig ist und so träge, trotzdem die Chancen nutzen, die kommen. Ne? Das heißt, wenn man irgendwo ein Auftreten hat, an einer Stelle, wo man hoch haben will, ruhig den noch und probieren, nicht jetzt irgendwie knatzig sein, weil der sich nicht mehr so viel bewegt wie zur Ukraine, zum Kriegshandlung hier, als das neu war, als das frisch war, ne, mit Kriegsdrohungen und so weiter. Da sind viele so angefixt, ne? Die wollen da jetzt unbedingt shorten und Krieg und alles tief und um Himmels Willen, die Welt geht unter und Sanktionen, das wird ja alles vernichten hier die nächsten 10 Jahre an Wirtschaftswachstum. Ne, auch wenn man so vielleicht getriggert ist, trotzdem den Markt unterordnen, Chancen suchen hier und im Zweifel halt auch mal mit einem Long vorlieb nehmen und sich ein paar Punkte rausholen. Ne, sollte man aber auch machen, ist wirklich gerade keine zu schwere Bewegung halt. Ne, also ja, gut. Ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, gutes Klingen. Bis morgen. Tschüss.